Und herzlich willkommen zu Part Nummer 40 von Mittelerde Mutterschatten. Wir gehen jetzt einen Hauptmann übernehmen. Zurück an die Arbeit! Ihr macht das sowieso nicht. Also der Hauptmann gehört zu den Häuptlingen und den übernehmen wir jetzt. So. Die Nebenmission werde ich, glaube ich, wenn wir fertig sind, irgendwann machen. Also jetzt die Deutsch mit unseren Scholz. Weil sonst sind wir zu stark. Wir sind jetzt schon zu stark, wenn man so denkt. Das hört sich nicht gut an. Wenn man denkt, wie wir bei den ersten Häuptlingen verloren haben und jetzt bei den Häuptlingen, naja. Wir sind zu stark. Es liegt eine seltsame Stille in der Luft. Seht euch lieber vor. Ich denke mal, mit dem Zwerg werden wir nächstes Mal einiges nachfalten. Oh, du brennst! Hoffentlich fressen, habt ihr das gesehen? Warte, kommst du jetzt hier hoch oder was? Duell! Oh, unser Urik. Uruk, Uruk, Uruk der Blute. Einen wie dich habe ich im Nu erlegt. Friss Schrack und stirb, du schrackfressender Schrack. Tja, geile Worte, Mann. What the fuck? Hey. Kleiner Ghoul! Falscher Zeitpunkt, Menschling! Falscher Zeitpunkt! Gib deinen Willen auf! Los, boxt euch! Ich hack dich! Ja, wäre es eigentlich geil, wenn wir den übernehmen können. Warte, passt mir den. Ich war ja alle tot. Wir sehen uns wieder, Waldläufer! Nein. Stirb durch meine Hand! So. Entweder stirbst du oder wirst übernommen. Eins von beiden. Für den Toten, du wirst gehorchen. Sollst ihn verraten. Hab ich gesagt, 20 nachher. Ja. Ich schätze, der Mörder ist weg. 25. Wo war denn das Symbol? Es wird keine Auszeichnung für uns geben, Celebrimbor. Keine Ehre, keinen Ruhm. Sollen die, die nach uns kommen, Ruhm erlangen. Wir müssen die Hoffnung so lange am Leben erhalten, dass sie die Gelegenheit dazu haben. Wir müssen die anderen sein. Wenn wir
Oh, die sind alleine. Jeder Uruk wird mich anhimmeln, wenn ich mit deinem Kopf ins Lager zurückkomme. Stinkende Verräter! Ich sammle das Zeug eben ein, ne? Ihr könnt euch betteln. Der Häuptling verliert aber auch viel Leben. Voll die Muschi, ey. Die Flüsse dieses Meeres reichen weit bis zum Efelduat. Wenn den Stammesbrüdern die Flucht gelingt, könnten sie in den Norden nach Minas Ithil wandern. Der Turm des Mondes. Oh, die kann man wandeln. Was? Du bist tot. Einfach umgefallen. Nutzlos. Genau wie der Tod. Dies war eine Armee von Kindern, angeführt von einem Idioten. Jetzt werden wir stark sein. Du sagst es, mein Freund. Ups. Es war nicht Absicht so. Du nicht wehtun mir? Wenn einer von euch vom Grabwandler besessen ist, schicke ich euch in die Minen. In meiner Gruppe ist kein Platz für Verräter. Tch, ist selber Verräter, ne? Das sind die Besten. Keine Ahnung haben. So, machen wir das Heilmittel. Das schaffen wir noch in der Park. Hoffe ich zumindest. Dateimittel. Nachdem Marvin von Sauron besessen wurde, benötigt Lirian deine Hilfe, um das Elixier zu finden und ihre Mutter zu heilen. Die Gefahren sind mir gleich. Es geht um das Wohl der Königin. Milady, die scheint mir nicht. Ein Angriff auf das Lager wäre unklug. Er kämpft mit uns. Ich habe keine Wahl, Talion. Ich benötige dieses Elixier. Selbst der Fremde denkt, es sei ein törichter Plan. Ich weiß, an wen sie dich erinnert. Sie ist aus dieser Welt. Du bist es. Genug! Wir greifen an, wie geplant. Ich kümmere mich um die Orks. Wir könnten dir ungesehen folgen. Wir finden die Medizin und verschwinden. Der weiße Zauberer hat von der Königin Besitz ergriffen. Nur aus dem Hinterhalt können wir Letariel und ihren Männern den Weg zum Elixier sichern. Deine Gefühle vernebeln deine Sinne. Risiko ohne Lohn ist purer Leichtsinn. Diese Medizin wird den Geist der Königin heilen und dir deine Antworten bringen. Mag die Wahrheit für unser Bündnis mit diesem Volke sprechen. Kämpfe für mich! Bist du richtig deinen Brand machen, alle? Bitte! Ich habe hier draußen schon länger überlebt als andere. Und wurde immer noch nicht befördert. Die Schmieden arbeiten seit ein paar Tagen ohne Unterricht. Diene mir. Sie wissen, dass sie alles tun wird, um ihre Königin zu schützen. Sie weiß, dass kein Haus ohne Grundpfeiler bestehen bleibt.
Ach, der steht da so komisch. Ja, das sieht so komisch aus. Ohne eure Augen könnt ihr nichts sehen. Also, ohne eure Augen. Was war das für ein Geräusch? Hier war nix. Ist das ein Dicker? Hier war nicht noch ein Dicker? Meine Hände schwitzen schon. Warum kommt er nicht einfach raus? Ja, ich komme nicht hoch. Verschwendung meines Talents. Ich muss Satze suchen. Scheiße, Mann. Wenn man denkt, früher da gab's nur diese Backspieler und so. Das war geil. Da hat man sich festgepackt und so. Boah, mittlerweile. Dann jammern ja alle direkt. Menschen würde ich kann mir nicht um jeden toten Uruk Sorgen machen. Wenn du dich mit einer Armee anlegen willst. Das ist der verdammte Tag! Stirb, Tag! Töten! Schüttel die Ketten des dunklen Herrschers ab. Ups. Hä, warum nimmt er doch an den? Ich zerstöre dich! Ich zerstöre dich, ja. Beuge dich! War doch gerade noch einer. Was ist das für ein Totenkopf hier? Moment! Was ihn auch getötet hat, ich hoffe, ich komme nicht! Was ist das? Lua de Deo, der Mann. So. Ja. Du sollst gehorchen! Zünde das Leuchtfeuer! Oh. Was soll ich sagen? Das wäre mir zu einfach gewesen. Noch ne. Wo ist der da? Schleicht da jemand umher? Nein. Wir verschwenden unsere Zeit. Ich hab die Suche. Was? Kommst du her? Man muss ja die drei Gebiete einnehmen, kann ja die nicht einfach töten. Ja, die Kappe. Ich will weiter. Mann. Wir kommen am Ende. Du gehörst mir. Oh nein, bitte kein Kanagor.
Da noch einer. Sehe hier nichts mehr. Außer die Bestie. Die Worth auch. Die Tariels Entschlossenheit ist ansteckend. Ich verstehe, warum ihre Männer ihr folgen. Weil die Brüste hat. Speere sind offensichtlich die besten Waffen. Reichweite und Schärfe. Mehr braucht man nicht. So. Oh, hi. Hallo. Wer ist hier? Scheiße. Ich hab irgendwas hohes Punkt gemacht. Todwandler! Komm da runter, bevor du noch stürzt. Tu dir nichts. Ich möchte dich selbst zum Krüppel machen. Verstärkung! Guck mal, wo ich Pfeile hier kriege. Jemand muss das Signalfeuer anzünden! Ich hol besser Verstärkung! Willst du denn nicht spielen? Komm zu mir! Doch, schon, aber deine Leute sind so, Motherfucker. Jetzt will ich dir wahre Schmerzen zeigen. Ich tue das Leuchtfeuer. Was? Wo läufst du denn hin? Scheiße, aber erstmal. Dieser Scheiß Ich werde deine Knochen über meinem Feuer rösten. Oh, tot. Habt ihr gefunden, was ihr suchtet? Ja. Überbringt dies der Königin, unverzüglich. Ich bezweifle, dass irdische Medizin ihre Königin halten kann. Hoffentlich hilft sie deiner Mutter. Wir fanden diese Botschaft. Die Orks planen eine Versammlung bei der Fischerstadt. Wir können sie dort überfallen. Ich stehe tief in deiner Schuld. Ich stehe gerne zu Diensten. Dafür sind wir dir dankbar. Dies ist nicht dein Volk, Tam. Gedenke deiner Frau und deines Sohnes. Treff die Vorbereitung. Ja. Jeder Moment ist kostbar. So. Netariels Stärke zeigt sich darin, wie sie ihre Männer führt. Sie zeigt sich in den Augen ihres Volkes durch Respekt statt durch Furcht. Die Anführerin dieser geflohenen Sklaven muss als erste sterben. Ich würde mal sagen, das war Part Nummer 40 von Mittelerde Mod. Schaut bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.